Hirschi bringt uns hier ein Stück Richtung Saalburg. Und hier vom Wasser aus kann man sehr gut sehen, wo ein geeigneter Nachtplatz ist. Er hat uns hier an dieser Stelle rausgelassen. Er sagt, die ist schön. Zum Baden gehen ist auf jeden Fall schön. Ja, schön. Geschmackssache, vor allen Dingen ist hier total steil, da kann man höchstens ein Zelt hinpacken. Mal gucken. Aber man wollte jetzt auch nichts sagen. Ist doch schwierig hiermit. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu einer super, super Nachtstelle. Hoffen wir zumindest. Übrigens, ich bin in ein oder zwei Wochen, das kann ich mir noch ein bisschen raussuchen, mit dem Fahrrad von Leipzig nach Usedom auf dem Weg. Also so eine Radreise, Leipzig-Usedom, schön durch die, unter anderem durch die Uckermark durch. Soll ich da ein Video drehen? Interessiert das jemanden? Ist ja noch ein bisschen aufwendiger, vom Fahrrad steigen, eine Videosequenz drehen. Meinten ihr? Und dann Mitte September bin ich wieder in den Alpen. Soll ich da auch wieder Kamera mitnehmen? Was meinten ihr? Geht wahrscheinlich nach Tirol. Bisschen was Seichteres mal, als wie letztes Jahr. Eine seichtere Alpentour. Schön zum Erholen und zum Relaxen. Und ein bisschen Abenteuer vielleicht. Da hinten wäre es flach gewesen. Da unten ist es flach? Ich guck gleich mal auf die Karte. Das sieht ja toll aus. Ja, aber es ist flach. Und es ist nicht weit zum Wasser. Mal gucken, können wir ja zumindest. Weil ich habe noch eine andere Stelle in Aussicht. Hm. Mit Google Earth, mit The Age geguckt. Also schön ist was anderes, nee. Geh mal schnell weg hier. Sieht ja schlimm aus. Gärtner, da müssen wir schnell weg, hier sieht es ganz schlimm aus. Da finden wir was Besseres. Ich habe dann noch was super, super Tolles im Petto. Hoffe ich. Da drüben wäre ein schönes Nachtlager. Morgen vielleicht. Mal merken. Eigentlich wollte ich ja noch ganz kurz anmerken, ich habe ja mal ganz spontan meine Erfahrungen mit dem Rucksack Fjällräven Abisko Frilo 45 vom Besten gegeben. Da war ich auch nicht so ganz zufrieden, hauptsächlich wegen der Instabilität bei einer gewissen Gewichtszahl. Und da habe ich noch eine Alternativen gesucht. Und ich weiß es, die habe ich jetzt gefunden. Ich habe auf dem Rücken den Osprey Kestrel 48. Aua, Hagebutte. Und da werde ich bestimmt noch mal meine Erfahrungen und die Vorteile von dem und vielleicht auch, ich habe bis jetzt nur einen Nachteil, für mich unerheblichen, gefunden an dem. Jedenfalls fantastisch. Als mittleren Rucksack für so 3 Tagestouren
funktioniert super für mich. Es gab ja auch manche, oder es gibt viele, die mit dem Fjällräven Abisko Filo 45 gut zurechtkommen. Oh, hier ist es aber noch steil runter. Puh, sehe ich schwarz. Ich muss da noch mal gucken auf meine App. Und die sind mit dem Rucksack zurechtgekommen. So, manche schreiben bis 20 Kilo, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber klar, wenn sie zurechtkommen, gut. Ich muss erstmal noch ein bisschen scouten, wo ich hier bin. Und das Wasser ist gefühlt jetzt 15 Meter unter uns. Mal schauen. Da nimmt man manchmal ganz schöne Anstrengungen in Kauf, um einen super Nachtplatz zu finden. Manchmal geht es ganz leicht, ganz spontan und manchmal schwieriger. Ich habe den Rucksack mal abgesetzt und schlage mich jetzt hier irgendwie nach unten durch. Puh. Ja, das ist die Stelle. Und? Sehr schön, oder? Bank steht schon da. Ja, ist ein bisschen, ja, Vegetationsperiode halt. So hoch hier. Ja, hier kann man sich zur Not hinpflanzen, denke ich. Hier. Oh, hier ist irgendwas. Ja. Gärtner war nicht ganz so begeistert von dem Platz, aber wir bleiben hier. Ich finde ihn toll. Klar, ist ein bisschen viel Vegetation, Gestrüpp, aber wir haben es jetzt hier leicht gerodet, einfach niedergetrampelt, hier ab und zu mal ein bisschen gezupft und mit dem rausgezupften aufgefüllt und ist doch recht eben jetzt hier. Schön mit Blick auf dem Wasser und die eigene Bucht und die Bank. Bloß nur aufbauen. Hier schön der Eingang, Blick zum See. Etwas erschöpft gerade, aber wenn ich dann baden gehe oder baden war, sieht das Leben gleich frischer aus, denke ich. Ist auch sehr gut, dass wir das Innenzelt mit haben. Gerade eine lustige Raupe da. Das Innenzelt mit haben, weil hier gibt es sehr viele Insekten. Sind auch nicht mehr so viele Motorboote unterwegs und sehr schön ruhig. Ich glaube, ja, das mache ich so. Es ist gerade eine Fliege auf der Linse. Ich glaube, es ist gut, das Video hier enden zu lassen. Ich sage danke fürs Reinschauen, vielleicht bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Da drüben ist irgendwo das Luchsloch. Und kurz davor hatten wir gestern geschlafen.
also genau gegenüber.